Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Bau-Challenge. Es geht darum, dass jeder Raum einen anderen Stil hat. Mit den Stilen, die es in-game auszuwählen gibt. Ignoriert, dass ich heute aussehe wie eine Ims. Ich habe bereits eine kleine Shell vorbereitet. So sieht das Ganze aus. Es ist jetzt nichts Besonderes, aber it works. Also wir haben hier dann natürlich einen Eingangsbereich. Dafür werde ich das extra machen. Hier vorne ist dann der Küchen- und Echtsbereich. Habe ich mir so gedacht. Hier ist dann der Wohnbereich, ein Badezimmer. Hier oben ist natürlich nochmal ein Flur, ein Kinderzimmer, Hauptschlafzimmer und noch ein Badezimmer. Und dann natürlich noch das Ganze außen. Es wird wahrscheinlich wild. Wir haben das auch schon mal gemacht, aber ich glaube, ich bin bereit dafür. Hierfür haben wir natürlich ein Wheel vorbereitet. Und ich glaube, ich werde es einfach mal spinnen. Und dann schauen wir mal, was wir zuerst machen werden. Uiuiuiuiuiuiuiui. Terrasse für den Eingangsbereich. Das klingt natürlich super. Wir removen das natürlich, damit das nicht nochmal kommt. Terrasse für den Eingangsbereich finde ich wild. Aber das kann man natürlich machen bestimmt. Wie wäre es denn mit sowas? Also irgendwie ist das jetzt nicht so ganz das, aber ich meine, Sand können wir auch nehmen. Der Rest, also Fliesen oder so, finde ich irgendwie auch. Obwohl, weiß ich jetzt nicht, finde ich irgendwie ein bisschen wild. Können natürlich auch Korkboden nehmen. Oder wir nehmen das. Das geht auch. I think I'm fine with that one. Tapeten gibt es leider gar keine. Das ist sehr schade, aber hey, ist kein Problem für uns. Wer braucht schon Tapeten? Ich nicht. Hauptsache, das zählt als Terrasse. Man kennt es. Können wir uns hier natürlich einen Whirlpool reinstellen? Kein Problem. Das hier finde ich vielleicht nicht schlecht. Flancies haben wir auf jeden Fall eine Auswahl. Das finde ich schön. Und wir haben auf jeden Fall auch Vorhänge. Das finde ich auch toll. Ein Teppich. Großartig. Lichter haben wir auch. Toll. Können natürlich Grills benutzen. Also, huiuiui. Sehe ich jetzt aber nicht so ganz. Ja, vielleicht können wir das hier alles unterbringen. Mal schauen. Ich habe jetzt schon nicht genug Wände für das hier. Gut, dann muss das schon mal weg. Ja, also es ist jetzt nicht hässlich oder so, aber es geht natürlich besser. Also ich habe es mehr füllen können, als ich dachte. Aber wie gesagt, ohne Tapete ist es irgendwie immer unvollständig, ne? Das ist ein Problem. Naja. Ja, das war dann schon alles für den ersten Raum. Ich würde danach gerne ins Wohnzimmer gehen. Mal schauen. Ich mach einfach mal. Und dann schauen wir einfach mal. Es wird niedlich. Finde ich interesting. Da haben wir auf jeden Fall einige Sachen. Das ist schon mal toll. Also es sind jetzt nicht so viele Sachen, aber wir kommen auf jeden Fall klar. So, wir haben sogar Tapeten. Sag mal, das gibt's ja gar nicht. Unmöglich ist das. Und Gott sei Dank auch ein Boden. Ja, ich glaube, wir nehmen mal weiß, weil sonst ist das so ein bisschen Matsch. Könnte auch so ein Teenager-Raum sein. I love it. Oh mein Gott, der ist groß. Ja, ist jetzt nicht so das, was ich mir unter einem Wohnzimmer vorgestellt habe. Aber es funktioniert. Und es ist irgendwie funktional und gemütlich, I guess. Leider haben wir nicht so viel Deko. Ich meine, ich könnte da natürlich hier Spielzeug hier draufstellen. Aber das war es dann auch irgendwie schon, ne? Es ist wild. Aber mir gefällt der Raum wahrscheinlich insgesamt besser als der vorherige. Dann machen wir mal Küche und Essbereich. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es total nicht funktionabel ist, ja. Aber dann ist das so. Das hier ist ja nur zum Spaß. Ja, ja. Wir haben Basics. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Da sollte es auf jeden Fall alles geben, was wir brauchen. Als ob wir nur diese normale Küchentheke haben. It's fine. Wir kriegen das hin. Ist ein bisschen eng. Aber was soll's? Ich glaube, wir haben keinen Kühlschrank. Das ist ja ein Träumchen. Oh doch. Ich bin blind, hä? Ich finde die Swatches alle so kacki, ne? Naja. Was ist das? Also ich versuche hier Sachen zu platzieren, aber irgendwie... Naja. Bin jetzt nicht der größte Fan, ne? Aber es ist komplett funktionell, I guess. Ja, also für das, was es ist... Ist es ganz nett. Ich möchte nicht weiter darauf gucken. Gehen wir ins Badezimmer. Das wird auch sehr unangenehm, glaube ich. Oh mein Gott. Vintage. Let's see what we got. Wir haben Tapeten, die ich nicht unbedingt in dem Badezimmer benutzen würde. Aber it's fine. Und einen Boden, den ich auch nicht... Also ich würde niemals Holz verlegen in einem Badezimmer. Aber naja. Also wir haben auf jeden Fall ein Klo. Das ist schon mal toll. Ein Teleskop gefällig. Ey, sogar ein Spiegel. Hör mal. Das ist so hässlich. Aber Dinge passieren, hä?
Ein Kronleuchter, toll. Schön ist das. Sogar Handtücher. Supi. Einfach nur schön. Also, ich finde es großartig. Zeigen wir vielleicht hier noch ein Bild hin oder so. Einfach nur schön. Einfach toll, finde ich das hier. Wow. Ey, immerhin können die kacken gehen. Entschuldigung. Wir gehen lieber weiter. Ein weiterer Flur. Woohoo. Ach, gib mir bitte irgendwas, womit ich arbeiten kann. Bitte? Französischer Landhausstil. Ich denke, damit kann man arbeiten. Wir haben sogar Böden. Sag mal. Gibt's ja gar nicht. Ganz normales Holz. Hab ich ja lange nicht gesehen hier. Toll. Wow. Sieht ja fast normal aus. Ja, was stellt man denn jetzt hier rein, ne? Also ist die Frage. Aber wir haben hier so ein paar Sachen, das ist schon mal toll. Wow, Lampen. Ui. Das ist eigentlich ein Nachttisch. Aber ich werde da jetzt einfach einen Sessel nebenstellen. Dann kann man da Bücher lesen. Noch mehr Muster reinbringen. Because we love this. 1000 Muster. Ja, wirklich viel mehr kann ich hieraus jetzt leider nicht zaubern. Also ich meine, ihr könnt ja noch so einen Spiegel hinstellen. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Irgendwie nicht so viel, oder? Also, ich bin jetzt nicht so Fan. But it's fine. Hier würde ich vielleicht noch was aufhängen oder so. Es sieht da so leer aus. Hier so ein riesengroßes Bild. Toll. Schon besser. Also, ich weiß auch nicht. Nächstes Badezimmer. Vielleicht können wir dann ja auch sogar duschen hier. Wäre ja ein Traum. Also, zeig mal, was hier abgeht. Uiuiui. Modern. Stell dir vor, du kommst so durch diesen Flur und dann kommst du so in so ein modernes Badezimmer. Naja, ich habe kein Problem damit. Fliesen! Das gibt's ja nicht. Stell dich mal vor, man hat Fliesen in einem Badezimmer. Keine mehr. Ja, ich glaube, ich finde den Boden noch am besten. Wenn ich so dran denke, dass man das ja säubern müsste. Klar, in Sims dies das, ne? Aber ich möchte auch, dass es ein bisschen realistisch ist hier. Ich könnte ja auch Betten reinstellen, aber das hier ist ein Badezimmer. In der Regel schlafe ich nicht im Badezimmer. Ey, toll, wir haben eine Dusche, Leute. Gibt's ja gar nicht. Ey, es gibt hier sehr viel mehr, als ich dachte. Wow. Also fürs Bad jetzt. Dass es moderne Sachen gibt, habe ich mir schon gedacht. Aber so viele? I like it. Jetzt hätte ich das vielleicht noch ein bisschen schöner platzieren, weil, also ich kann das so lassen, aber weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das passt hier nicht mehr rein. Wow. Wir lieben natürlich ein funktionelles Badezimmer. Süß finde ich das. So, der Rettungsring kommt übers Klo. Das macht so gar keinen Sinn, aber egal. Lieb's. Dann möchte ich das Kinderzimmer einrichten. Zeig mir, wie ich das Kinderzimmer einrichten soll. Feiertage, was zur Hölle. Ja, das ist mein Lieblingskinderzimmer. Das sehe ich jetzt schon. Gut, Böden haben wir keine. Tapeten auch nicht. Under construction. Weiß ich jetzt nicht, ob das alles hier Kinderzimmer-Vibes abgibt, aber klar. Also steht ein Spielzeug drin. Huiuiui. Ich meine, vielleicht wünschen die sich Kinder oder so. Ich weiß es nicht. Was hat das mit Feiertagen zu tun? Das ist einfach nur Schürzen. Ja, ich weiß nicht. Sieht jetzt eher aus wie so ein Abstellraum oder so. Ja, mein liebes Kind, ne? Also du hast sehr viel Glück in deinem Leben. Ich sehe schon. Lassen wir es lieber. Ja, zu guter Letzt haben wir natürlich noch das Schlafzimmer für die Eltern. Was vielleicht ein bisschen klein geraten ist. We will see. Aber wir schauen mal, ob wir überhaupt irgendwas kriegen dafür. Wir kriegen Insel. Doch, da sollte es einiges geben. Wir haben auf jeden Fall Bettchen. Ja, ist vielleicht ein bisschen klein hier, ne? Aber dann schieben wir das halt einfach an die Wand. Dann müssen sie halt rüberrutschen. Jeder kann sich ein großes Schlafzimmer leisten. Ein Busch. Den stelle ich da jetzt rein. Toll. Sogar Teppiche. Ich falle vom Glauben ab, Leute. Warum sind diese Kisten Insel? Ein Surfbrett. Es gibt keine Bilder oder so. Hallo? Dafür keine Krabbe an die Wand hängen. Ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, ja? Also ich meine, es ist jetzt nicht ugly oder so, ne? Aber ich hatte schon ein schöneres Schlafzimmer. Aber wir haben halt auch einfach nichts mehr, was man da irgendwie reinstellen könnte. Zumal wir auch nicht mehr so viel Platz haben. Das hätte ich da vielleicht noch so einen Sessel oder so hingestellt, aber das wird ein bisschen eng. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wir begeben uns einfach mal nach draußen und gucken mal, ob das irgendwie funktioniert. Das ist dann unser letzter Dreh für heute. Es ist shabby. Könnte gut sein. Reifen. Witzig. Ich platziere mal erstmal einfach alles, was so interessant sein könnte. Müllfeuer. Toll. Erstmal ein Eindämmungsfass hinstellen. Habe ich auch immer in meinem Garten. Müll. Toll. Wow, Landscaping haben wir genau gar nichts. Wir lieben es. Eine Pflanzschublade, wie süß eigentlich. Lampen haben wir leider auch keine. So, den Tisch können wir hier oben hinstellen.
Der Müll kommt wahrscheinlich hier irgendwie hin. Diese Flancies stelle ich einfach mal hier hin. Ich kann hier natürlich auch einen Sarg hinlegen. Kann man da keine Stühle dran stellen? Ich meine, man kann natürlich hier noch so einen Picknicktisch hinstellen. Aber ich weiß jetzt nicht. Sowas macht ja auch noch Sinn, dass man das draußen hinstellt. Und wenn es dunkel ist, hat man halt Pech gehabt, weil es nichts gibt. Ey, da passt aber dann natürlich der Briefkasten ganz toll. Einfach nur schön. Also ich finde es ganz schrecklich hier. Auf jeden Fall, ja, das ist das Haus. Von außen, also es ist sehr wild, ne? Also es ist dann, es sieht doch dann runtergekommen aus irgendwie. Wenn man reinkommt, hat man hier einen Eingangsbereich, der noch nicht fertig ist anscheinend. Under Construction Part 1. Obwohl die Möbel eigentlich, also, ne? Wenn hier eine Tapete dran wäre, würde das eigentlich ganz süß aussehen. Ich sag, wie es ist. Für so einen Eingangsbereich kann man machen. So im Wohnbereich, den finde ich sehr, sehr gemütlich. Wie gesagt, ich glaube, das ist auch insgesamt mein Lieblingsraum. Auch wenn wir jetzt keinen Fernseher haben. Aber es ist gemütlich. Es passt zusammen. Dann können wir hier hinten weiterkommen. Hier ist dann die Küche und der Essbereich. Ist jetzt nicht perfekt, aber es ist alles da, was man zum Leben braucht. Hier ist dann noch ein Badezimmer, was, naja, also sehr viktorianisch ist, sage ich mal. Auch das funktionell toll. Wenn man hochkommt, der Flur, ja, nichts Besonderes. Ich sag, wie es ist. Es ist eher langweilig, aber es passt zumindest ein bisschen zusammen, ne? Dann ist hier auch ein Badezimmer, was sehr modern ist. Auch das ist funktionell, was ich sehr, sehr schön finde. Gefällt mir an sich auch ganz gut. Also kann man auf jeden Fall so machen. Ja, also kann ich vielleicht auch so übernehmen mal irgendwann, weil eigentlich finde ich das gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir hier ein Kinderzimmer, was eher ein Abstellraum ist. Komplett under construction. Also ich glaube, schlimmer hätte es nicht kommen können fürs Kinderzimmer. It's fine. Vielleicht wünschen die sich Kinder. Und dann haben wir hier noch das Schlafzimmer, was ein bisschen Insel-Touch hat. Also ich finde es gar nicht mal so schlecht. Es ist eher der Größe geschuldet, dass das hier ein bisschen weird ist. I don't know. Aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem ansehnlich. Und das war es dann tatsächlich auch schon. Ich werde das Ganze nicht hochladen. Außer ihr wollt es unbedingt haben, aber das bezweifle ich jetzt einfach mal. Ansonsten schreibt mir gerne, ob es euch in irgendeiner Form dann doch gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das hier zu bauen, auch wenn es wild geworden ist. Ihr könnt euch gerne meinen anderen Versuch von dieser Challenge auch mal ansehen. Und dann sind wir für heute hier fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin und tschüss!